Jojojo, meine Damen und Herren, wir sind wieder da. Es geht weiter, frisch happy und weiter laber, laber, rababer. Wir sind wieder da mit dem Manager-Modus und wir spielen jetzt gegen unsere Dösier-Mannschaft. Also sollten wir gleich. Wir gucken uns jetzt erstmal an, wie wir hier da auftreten. Keine Nix in den Dings. Ist nicht fit. Ja, ich weiß nicht, wieso die nicht fit sind. Das sollte doch eigentlich unser Assistent machen, nur der macht das anscheinend nicht so geil, weil unsere Mannschaft ist ja sichtlich nicht fit. Ja, schön, nur ich würde ganz gerne, dass die mal fit für Spiele sind und nicht hier halbtot rumrennen. So, ist bedenklich, deswegen haben wir so einen Typ eingestellt. Spielen können wir auch nicht mehr. So, dann gehen wir jetzt erstmal in die Aufstellung, gucken mal, was da so alles abgeht. So. Ich glaube, wir lassen es erstmal so, das ist ja unsere erste Mannschaft, unser Keeper ist noch verletzt, jo. Dann gehen wir jetzt einfach erstmal ins Spiel rein. Sofortberechnung passt, geht raus und spielt sehr schön Fußball, wenn ich bitten darf. Ja, muss natürlich ein Sieg sein, wir werden sehen, gegen die zweite habe ich auch immer so schlechte Spiele, wir sehen es jetzt wieder, wir führen nicht. Ich spiele irgendwie immer schlecht gegen die eigene zweite Mannschaft. Wir wechseln jetzt erstmal richtig durch hier. Bringen den Piosek raus. Oder lassen wir erstmal den Zoller drin, ne? Weil wir wollen nicht Leute mit schlechten Noten immer direkt auswechseln. Das ist nicht so fördernd für die. So. Hat er dann Sprache. Los, jetzt zeigt es ihnen. Packt es aus. Der Asi macht das mal bitte. So. Oh, jetzt liegen wir hinten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt liegen wir hinten. Das ist aber einfach nur so typisch, ne? Okay, dann nehmen wir mal Costa raus, bringen die Doppelspitze rein und machen mal den hier vorne auf den rechts außen. Kann Glockner da besser spielen, oder? Ja, okay, dann packen wir Glockner mal dahin. Kommt, Jungs, wir können doch nicht gegen unsere zweite Mannschaft im Ernst verlieren. Das gibt's doch nicht. Ja, geht doch. Nagy rettet uns hier nochmal so ein bisschen die Ehre. Und ja, bitter, bitter, ne? Das ist schon bitter. Unentschieden gegen die zweite Mannschaft, klar, und der beste Spieler war Nagy, eingewechselt mit einer 1. Naja, Mund abwischen weiter, würde ich sagen, der Transfer ist gescheitert, Costa will nicht verlängern. Naja, okay, es geht jetzt aber auch gleich gegen TuS Koblenz, Kapitän der Liga, Staffel seit 2012, passt alles. Yo, 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 wir packen jetzt mal hier kurz an, den Angebot ab, yo. Ich will jetzt mal gucken, wie das mit dieser Fitness aussieht. Weil die ist ja wirklich teilweise richtig grausam hier. Die wird einfach nicht besser. So. Schauspiel Verletzungen interessiert uns nicht. So, das hatten wir ja gerade gesehen. Markus Hecht hat uns schon viel gehalten. Nico Schulz auf der Transferliste. Ja klar, kriegen wir nicht. Schade, wäre schön gewesen. VfL Bochum ist auch an Schulz interessiert. Scoutbericht von Jago Zieler. Saisonvorschlag, genau, das hätte ich fast vergessen. Machen wir mal hier. PR-Presse ist es doch, oder? Jo. Na, die 10.000 müssen wir dafür schon ausgeben. So, also Saisoneröffnung vorgeschlagen, höchster Formgewinn von Nagy. Vorschlag zu Assistenten, auslaufende Verträge, da gehen wir auch nochmal dran dann später. So. Ich will jetzt erstmal gucken, was da im Training los ist. Das kann nicht sein, dass die nichts bringen. Kann man nicht einstellen, dass die irgendwie immer Fitness machen? Was bringt das eigentlich? Mann, ey, ich bin richtig verwirrt. Vielleicht ist in Gruppe 1 niemand. Gruppe 2 soll aber eigentlich auch Fitness heftig. Ach Alter, ich weiß es doch nicht. So, Jugendspieler hat einen Mentor, der nicht passt. Dann passen wir das auch mal schnell an. Jetzt nur noch Manu, den haben wir da eigentlich schon die Trainingsziele, die haben wir doch schon angepasst. Bitte, wir haben die Trainingsziele doch schon. Ja, sehr schön. Okay, dann wollen wir uns erstmal die Verträge angucken. Sie könnten härter trainieren. Ja, ja, das kommt schon noch. Verträge. Erste Mannschaft diese Saison. Paul Tomic, Hudek, Bermann, Glockner. Das sind jetzt nicht so die Hammer nächste Saison. Ja, wir können mal mit dem Bermann verlängern. Den würde ich ganz gerne verlängern, weil er ist halt noch ein Tick jünger. Kann man vielleicht noch ein bisschen auf den bauen. Du wirst auf jeden Fall einige Mal spielen. Zu viel entfernt. Wir haben halt einfach nicht so viel Geld, ne? Das ist das Problem. Machen wir noch eine Option für Spieler rein. Packen die Gehaltskürzung raus und bieten das Ding dann an. Meldet sich wieder bei uns. Werden wir mal sehen, was der sagt. Ja, den Rest lassen wir jetzt erstmal so. Und hier unten können wir wirklich nichts machen. Golf spielen gehen wir auch nochmal. Aber mit dem Training, das regt mich wirklich auf. So, jetzt aber erstmal Anpfiff gegen Koblenz und da machen wir mal einen Videotext, weil das geil ist, Videotext.
So, geht raus und spielt ordentlichen Fußball, bitte. So, Osnabrück in Koblenz, wir sehen, wie es ausgeht. Wir spielen zu Hause. Ja, Mann, Staffelt und dann verletzt sich Gaetan, Mann. Oh nee, und der ist auch noch verletzungsanfällig. Der hat auch jetzt nur eine 59, Gott weiß auch nicht warum. Was hat denn der, wer könnte da denn noch spielen? Zoller und Nagy. Dann tun wir mal Nagy rein, der ist in letzter Zeit gut drauf. Nein, ich soll Osa FIFA sein. So. Oh Gott, das ist bitter natürlich, dass jetzt Staffelt, nicht Staffelt, dass jetzt Dings verletzt ist. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt, so Nagy hat noch keine Note, schade. Bringen wir mal Grimaldi vorne rein, den Glockner rechts, den Yannick da hinten rein. Es läuft nicht wirklich die Vorbereitung, sie läuft nicht auf Hochtouren, aber naja, was soll's. Und den Keeper, wir wechseln jetzt einfach mal alles ein und aus, was wir so zu bieten haben. Halbzeitansprache, wir gewinnen das heute. Kommt Jungs, ich weiß, dass ihr es schafft. So, weiter geht's. Wir führen immer noch 1-0, 2-0, Piosek. Sehr schön, so wollen wir das sehen. 62. Minute. Dann ist auch der Abpfiff da. Wir gewinnen gegen Koblenz. Die ja so vielleicht so einer der Schwächsten. Sind die in der dritten? Sind die in der dritten? Nee, die sind... Ja, genau. Aber vielleicht einer der schwächeren Teams aus unserer Liga ist es so, ja, gleichwertig. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie lange Gaetano Mano ausfällt natürlich. Machen wir jetzt mal jeden Spieler einzeln bestätigen und Hurtig. So, Hansen verliert einen Stärkepunkt. Schade und zufrieden vom Potenzial. 28, na komm. Übergewicht. Ja, zwei Level verloren. Sehr schön, danke. Und weiter. Und jetzt wollen wir hier mal kurz abbrechen, bevor es gleich zum nächsten Tag geht. Beziehungsweise zum ersten Spieltag schon. Ja, wir sind natürlich nicht dabei. Und von denen können wir höchstwahrscheinlich keine verpflichten. Das würde mich auch wirklich wundern, wenn irgendjemand von denen zu uns kommen würde. Wäre das ja wirklich eine Sensation teilweise. Ups, jetzt habe ich weitergemacht. Naja, egal. Tanmano fällt für 13 Tage aus. Ist natürlich bitter. Da haben wir jetzt wirklich richtig viele, viele Verletzungen. Rückendeckung. Saisoneröffnung. Die Fans geben mir. Ja, okay. Laber. Scout-Bericht. Skadosch-Bericht. Verletzungen. Das sind jetzt so verdammt viele verletzt. Ja, wer spielt jetzt links außen? Das ist natürlich die Frage. Glockner ist der Einzige, der wirklich das spielen kann. Na dann, Glockner, dann enttäusche uns nicht. Und wen nehmen wir denn da mal mit? Dann nehmen wir mal den Lazowski mit. So, darf uns nicht enttäuschen, der Glockner. Alles oder nichts mit einer Stärke von 679. Wie, ihr sollt scheiße hart trainieren. Wieso macht ihr denn bitte harmlos? Ist der Assistent dumm? Es kann doch nicht sein, dass der nicht... Also trainiert ja völligen Bullshit hier. Kann man nicht hier langfristig jetzt mal irgendwie Fitness heftig machen? So. Mach jetzt einfach mal so. Gucken mal, ob es irgendwas bringt, ob die Fitness jetzt zunimmt. Ja, es ist fordernd. Geht doch. So, Durchstarter, Atmung, Fink und so, die können wir uns eh nicht alle angucken. Das ist mir auch scheißegal. Ich will jetzt zum ersten Spieltag hin. Und ja, einmal eine Konferenz. Hatten wir lange nicht mehr. Welchen Stellenwert würde ich nicht für den Nachhinein, ne? Wen interessiert die Jugend? Manchmal interessiert mich nicht wirklich. Sie haben einen wichtigen Stellenwert, aber geht vor. Durch den... ja, man kann den eigenen Wert der Jugend nicht zu einschätzen, das ist absolut korrekt. Die Jugend ist die Zukunft und die Zukunft, ja, ist halt das Geilste. Transferbilanz von der Bundesliga, minus 130 Millionen, positive Bilanz für die Hannoveraner, negativ natürlich durch Javi Martinez und Co. Wir gucken mal in der dritten Bundesliga nach, wo wir am Start sind. Ja. Negativ, wir haben Neumann mit einer der teuersten Transfers dabei, sehr schön. Höchster Marktwert, Hanalulu, positive Bilanz, auch eine positive Bilanz von 3 Millionen. Und wir sind auch die stärkste Mannschaft, sehr schön. Die Jüngsten sind dort natürlich, die zweite Mannschaft wird jung sein. Hier mache ich einfach mal nach Stärke, wo wir die absolut Besten sind. Das ist natürlich schön zu sehen. So, wir werden hier nichts weiter ausbauen können. So, wir haben die finanzielle, sie sollten sparen, das macht mein Typi schon. Golf spielen gerne. Wo geht man jetzt nochmal hier? Zentrale, und was ist hier noch bei Mannschaft? Ist toll, sie könnten härter trainieren. Ja, ich hoffe, dass das jetzt auch zunimmt vor dem letzten Spiel. Ist natürlich jetzt nicht ideal gelaufen, aber was soll's, wir finden ja uns alle hier noch rein. So, laufen wir mit der Aufstellung raus. Ist rechts 61 das Stärkste, was wir haben. Sieht so aus, ne? Nils Fischer könnte man da noch hinpacken, aber der ist in der Innenverteidigung absolut gesetzt. Busemann darf auch anfangen. Das ist auch überraschend für ihn bestimmt. Wir reden jetzt mal mit denen und sagen,
dass im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Sehr schön, hängt sich voll rein. Das gleiche können wir mal dem Zoller sagen. Aktion Spielergespräch. Im nächsten Spiel brauche ich dich in Topform. Und vielleicht auch noch ein Piosek, der auch nicht ideal ist. Also brauche ich dich in Topform. Sehr schön, die legen jetzt alle sich nochmal richtig rein. Pisort können wir auch nochmal sagen, dass er in Topform brauchen, weil das erste Spiel würde ich schon sehr gerne gewinnen. Und Neumann ist jetzt auch nicht gerade auf dem Block hier. Topform, bitte mal die Topform rauskloppe. Neumann ist damit gut. Entschuldigung, kleiner Schnitt, da ist gerade jemand bei mir ins Zimmer marschiert, da kann man dann auch schlecht was machen, also tut mir leid. Wir sind jetzt aber wieder da, tut mir leid wirklich, aber naja, rede mal mit mir tanzen, machen wir einfach mal. Zögert nicht lange, warten Sie kurz, ja, und jetzt halt gleich mal schnappen, sollte ein Verschwörer. Er macht gar keinen so unglücklichen. Ich glaube nicht, dass er Gespräch viel gebracht hat. Staffelt ist schon so ein krasser Anführer, ne? Der ist ein richtiger Anführer. Dem will ich jetzt nicht wirklich was sagen. Ich sag einfach mal das. Okay. Naja, gut, dann passt das auch. Der ist halt verletzt, ne? Geht's nicht so geil. Kann man nicht viel machen. Sondern jetzt das Beste wünschen für ihn. Aber wir haben jetzt halt wirklich 4 Verletzte, was nicht wenig ist. In der zweiten Mannschaft, wie sieht's da aus? Den Aufstellungsassistenten mal durchknattern. Kann man auch eigentlich 1-2, so wie Nivela, der wird nie spielen. Training fordern. So, machen wir jetzt noch einmal weiter und sind dann aber auch beim Spiel gegen die Stuttgarter, sage ich schon, gegen die Jungs aus Borussia Dortmund, die mit einer Stärke von, also da muss ein Sieg her, ganz klar. Da muss ein Sieg her, Gaetano Manu, das ist natürlich bitter, dass der fehlt, weil der, naja, jetzt kommt erstmal Saisonstart. Jawohl, meine Damen und Herren, es geht los, erster Spieltag, wir sind heiß auf die Kacke. Und das Video wollte ich jetzt nicht nochmal Leute abspielen, habe ich mich verklickt. Wir wollen jetzt erstmal ein News Center, Timo Bergmann, weißes Angebot zurück. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass der uns da die Schelle gibt, so. Dachte ich wirklich nicht, gut. In der B-Jugend haben wir unser einziges wirkliche Talent im Verein mit dem hier und mit dem, der hat eins dazu gewonnen, oder? Ich wusste nicht, dass wir 2 hatten. Naja, der könnte dann nächste Saison in der ersten also in der zweiten Mannschaft spielen. Wie sieht es denn fitnesstechnisch aus? Ja, okay, ein Ticken besser ist es geworden. Mit Glockner muss man aber auch nochmal reden. Den brauchen. Der muss wirklich besser werden. Von der Form her. Sehr schön, jetzt hat er wenigstens 8. Das nimmt man so mit, diese Leistungen. Und ja, die Konstellation ist okay, wir können härter trainieren. Ja, das kommt alles noch schon, mein Freund. Mitarbeiter, Finanzstatus ist bedenklich. Ja, machen wir ja Golf spielen gehen. Und unser Finanzassistent macht es, glaube ich, schon ganz gut. Das passt alles schon. Dann, ja, gehen wir jetzt nochmal in die erste Mannschaft und gucken jetzt erstmal, wie es mit dem Spiel aussieht. So, wir gehen mal den Vergleich rein direkt. Die kommen mit Dux. Der kriegt auf jeden Fall eine Sonderbewachung, hat mir schon eingestellt, den ich ja sehr mag und den ich eigentlich auch ganz gerne unter Vertrag genommen hätte, aber wir haben natürlich kein Geld. Amini auch richtig, richtig stark, aber ja, einfach eine gute Mannschaft, sehr viele Talente. Günther ist natürlich richtig bekannt in der Manager-Szene. Aber wenn wir es mal so angucken, dann sollten wir wirklich vielleicht versuchen, mehr über die Außen zu kommen. Ich glaube, gegen die werden wir versuchen, einfach nicht diesen Günther wirklich, ja, anzugreifen, weil Günther ist wirklich stark. Wir gehen auch ein bisschen weiter nach vorne hier und machen wirklich hartes Pressing auf die. Gut, Anweisungen passen auch alle. Dann lassen wir das mal so, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Spiel, wo es im Textmodus, nicht im 3D-Modus, im Textmodus losgeht. Bis dann und tschüss.